Willkommen zurück zu einer weiteren Undercover-Folge Sniper Elite 5. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz undercover mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte geistreiche Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, bewerten, kommentieren mit eurem Discord-Namen, um dieses Spiel hier zu gewinnen. Bisschen looten tut immer gut. This will come in very useful. Ja, aber ich habe keine Munition. Ich habe wirklich keine Munition. Ohne Munition habe ich ein riesiges Problem. Und hier ist nirgendwo welche. Und die Kollegen hier haben auch alle keine. Das ist richtig mies. Wo ist die verdammte Munition? Ich bekomme alles. Außer eben Gewehrmunition. Das fehlt. Das fehlt. Alright, hier vorne. Ist hier jemand? Einer rennt hier rum. Hier muss doch irgendwo Munition sein. Brechstange. TNT. Ich sag ja, ich finde alles. Wirklich absolut alles. Nur keine Gewehrmunition. Ghosty Boy. Wow. Kommt einer runter. Mann. Diese Helme, ne? Oh, Gewehrmunition. 10 Stück. Hoffnung. Ein wenig Hoffnung. Rennen meine Arme. Guck, guck. So, wie sieht's aus? 10 Schuss. Ein bisschen wieder back im Game. Aber wie gesagt, nur ein bisschen. Umzingelt von Nazis. In jeder Ecke einer. Und hier noch der Bunker. Wir gehen erstmal hier hin. Ich meine, der feuert hier so rum. Der muss Munition haben. What? Ist das ein Alarm? Okay, 3 Kollegen sind hier. Wow. Komm schon, markier ihn. Yes. Aber warum? Warum macht er das? Er feuert hier einfach so ins Nirgendwo. Okay, unten kommt jemand. I don't like this, my friend. Kann ich aber leider nicht sehen. Ich brauche hier einen Schuss. Ich brauche ein bisschen Krach. Okay, wie komme ich hier rein? Und wo ist der andere Dude? Na, ah, der ist weg. Und jetzt gibt's Krach. Natürlich. Wie komme ich da hoch? Ah, Mann! Dass er mich so schnell sieht. Ich wollte hier cool um die Ecke slicen. Slicen und dicen, aber jetzt? Die Italiener oder was? Ich bin kein Italiener. Tja, hättest du mal ein bisschen mehr geübt.
Hättest du mal ein bisschen mehr geübt. Alright. Na, 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 na. Nein. Absolut nein. Hey, wie viele sind hier drin? Ich dachte, es wären nur drei. Jetzt schon wieder so eine Horde. Oh, der Chef. Alter, er macht den 360. Suchen Sie überall. Er kann nicht weit sein. Ha! Dankeschön. So, was ist das hier? I don't want the Kraken research falling into Allied hands. Their scuttle charge is set to bury everything in the event of an invasion. I need to find out how to set them off. Oh, endlich Gewehrmunition. Einer ist hier noch am Leben, einer ist hier noch unterwegs. Warum ist hier oben keine Gewehrmunition? Wer ist da? Wer ist da? Zeige dich! Du Schuft! Hier kannst du nicht rüber. Wäre ja auch zu schön gewesen. So, wo ist der Kollege? Oh, die sind jetzt alle da unten schon wieder alarmiert. Ich will ein paar schöne Animationen. Wie sie da unten in ihrem Bunker rumhängen, ne? Keiner kommt raus. Kommt schon. Na also, geht doch. Und der lebt noch, nice. Er stolpert wieder rein. Hat zwei Kugeln gefressen und denkt sich so, alles klar. Ich stolper wieder rein ins Ding. Zurück in die Bude. Looks like he's carrying something. Komm schon. Lad das Ding durch. Er ist total verkrüppelt und fertig mit der Welt. Oh, ich hab drei Kugeln gefressen. Jetzt schießt die Kanone mal wieder. Nach all den Jahren. So, mein Freund. Also da unten ist anscheinend noch eine Menge los. Nur irgendwie wollen die nicht so wirklich rauskommen, die Jungs. Kommt der nächste? Da bist du ja! Da bist du ja! Hodentreffer, aber ohne Animation. Was bringt ein Hodentreffer, wenn man keine Animation hat? Richtig, nothing. Okay, du hast wichtige Dokumente? Nothing else to find. Oder du hier? Commander keeps the scuttling order code in his safe. Need to get my hands on that code. Okay, Code. Wahrscheinlich irgendwo da unten drin sein. Ach du heilige Kacke, wie viele... Das ist eine riesige Armee da drin. Zu
zusammen. Dann auch noch hier die Elite-Boys. Zusammenbleiben. Jeder einzeln bitte. Zum Erschießen bitte aus dem Bunker treten. Ich sehe ihn nicht. Alter, irgend so ein verrückter Nazi-Wissenschaftler mit einer Knarre. Jetzt wird's extrem. Jetzt wird's wirklich extrem. Okay, Munition. Wird schon wieder weniger, ne? Ich kann da nicht rein. Das sind einfach zu viele. Bam! In your face! Keine Ahnung, wo ich bin, ha? Guck, guck! Schöner Kill. Schöner Stich. Und einmal komplett durchgezogen, das Ding. Wo ist er hin? Wo ist der hin? Er rennt einfach weg. Ah, diese ganzen verrückten Nazi-Wissenschaftler, die hier rauskommen, ne? Boah, ich habe ihm seine ganzen Innereien zerrissen. Er hat sich hier eine Deckung gesucht. Okay, der ist erledigt. Einer noch. Komm raus! Dr. Nazi. Ey, bist du robust? Unglaublich. Dr. Doppel-S. Boah, das war ein nettes kleines Massaker, ne? Das war ein nettes kleines Massaker. Haben die Gewehrmunition? Can't find anything else. Nothing, du? Ah, Gewehrmunition ist immer noch ein enormer Mangel. Gehen wir mal rein. Nö, nix. Auf der anderen Seite verschlossen, das Ding. Hello. Na, die müssen alle tot sein. Ich habe eben gerade Ziel abgeschlossen. A stealth-capable U-boat. U-boat. I can't leave it or this facility standing. Gutes altes U-boat. The German U-boat must destroy. Gibt's hier keine Dokumente? Okay, das Ding hier wird anscheinend gerade betankt. Das muss weg. Was ist denn hier drüben? Das ist die... Ist das die Tür? Ja, das ist die Tür. Von der anderen Seite ist diese Tür verschlossen. Okay, schauen wir mal, wie wir dieses U-Boot loswerden. Prototypes waiting to be refueled and resupplied. Oh, das sieht richtig cool aus, ne? Hier das Wasser und so. Das würde genug für eine Explosion, um die ganze Facility zu bringen. Richtig, richtig nice. Hier waren die ganzen Nazi-Ingenieure. Gewehrmunition, yes! Heurika! Dass ich das noch erleben darf. Alright. Dropping the torpedoes down won't do anything without the fuel lines running.
Time to refuel the prototype. Fuel line is active. Need to get the torpedoes in place. So, wir brauchen die Torpedos. Aber was hier drüben noch? Ja, das ist wieder oben. Kann man dich öffnen? Nee. Pressure valves. Place looks like it was built in a hurry. If I can overload them, I'd be able to collapse the whole facility. Gives me access to drop an explosive down here. All right. Got to set up a chain reaction first. Das wurde wahrscheinlich overloading the pressure valve should do it. In Eile gemacht, klar, das sieht man, ne? Das ist, wenn die Deutschen schnell sind. One more valve to go. Wenn die Deutschen keine Zeit haben, dann sieht das leider nur so aus. So bauen die Deutschen schnell mal eben was in zwei Wochen auf. Früher, heute, ey, heute. Heute brauchen die Deutschen für eine Gartenhütte 3 Monate. Nur Holz und Nägel. Zement, Jahre. Wenn du heute sagst, ich hätte gern so ein kleines Hüttchen, so ein Anbau an mein Haus. Aus Ziegel und Zement. Dann sagt dir der deutsche Bauarbeiter heute, pf, ja, Fertigstellung 2025, ne? Optimistisch. Gucken wir mal. Controls for the torpedo loading mechanism. I can move them above the U-boat with this. Torpedoes in place. Fuel pumping into the prototype. Explosive combination. Got to take the shot from a safe distance. Yes, sir. Aber ich will erstmal noch hier drüben hin. Irgendwas kann ich noch hier. Warte mal, was habe ich denn hier noch alles? Ich muss auch noch jemanden töten, aber ich habe voll viel zu tun. Das kann ich hier nicht eben mal so schnell fertig machen. Haufen Arbeit. Hier geht's auch nicht weiter. Wie komme ich denn da rein? Auf der anderen Seite verschlossen. Also irgendwas muss ich da drüben tun. Oder warte, Moment, ich habe oben eine Lüftung geöffnet. Um was reinzuwerfen. Lass mal oben gucken. So, wir gehen nach oben. Alter, die Leichen, ne? Sieht böse aus. Lebt hier irgend noch jemand oder habe ich alles gekillt? Vorsicht, hier drüben könnte noch jemand leben. Okay, was ist das Fragezeichen? Also hier hinten zerstöre Prototyp aus Entfernung. Da waren wir noch gar nicht. Was ist das hier? Irgendeine Batterie deaktivieren. Alles klar, da hinten geht dann also die Party weiter. Guck, guck. Ich gehe ja wieder weg. Ich habe ihn schnell erschossen. Einfach weil ich es kann. Und jetzt kümmere ich mich um das U-Boot. Ja gut, irgendwie muss ich in den einen Raum reinkommen. Vielleicht erst dann, wenn ich die Nummer mit dem U-Boot erledigt habe. Vielleicht ist da unten auch irgendwo noch ein Ventil. Können wir die Tür nicht einfach sprengen? Ich meine, der Mann hat so viel Sprengstoff dabei. Da fetzt doch das Mauerwerk weg. Okay, ich brauche immer noch so ein Druckventil. Kann ja dann eigentlich nur da hinten sein. Sieg! So, hier habe ich ein Ventil losgelöst. Gibt es die Räumlichkeiten hier? Da ist garantiert kein Ventil. Gibt es noch die gegenüberliegende Seite. Also wenn irgendwo abventiliert wird... Vielleicht irgendwo hier.
Obwohl. Gut, ich würde sagen, ich shoote mal aufs U-Boat. Wo genau muss ich denn drauf schießen? Hier? Yes. I've done what I came here to do, but I can't cross the channel with Mira still active. Alright. Oh, ich habe 7 Punkte hier oben. Ich hau mal alles raus. Okay, jetzt habe ich das mit den Ventilen nicht gelöst. Kriege ich trotzdem 3 Sterne? Es geht mir eigentlich nur um die 3 Sterne. Das ist das Wichtigste. Das Allerwichtigste. Die verdammten Sterne. Also, wir wissen, wir müssen noch jemanden töten und dann hier oben weitermachen. Dann haben wir hier noch was. Was ist das hier? Medizinische Vorräte und hier drüben? Sprengstoff. Ja gut, gehen wir mal straight zu unserem Target. Wie gesagt, hier haben wir alles gesäubert. Ganz schön straff, der Kollege. Okay, man kann hier sogar noch rein. Wartet mal. Aber hier unten qualmt, ich glaube, es durch, ne? Ja, Missionsgrenze. Aber wo sollen da noch ein Ventil gewesen sein? Und dann irgendwelche Sprengcodes? Vielleicht müssen wir irgendwann nochmal in die Mission. Oder wir haben irgendwelche wichtigen Schlüsselinformationen gefehlt. So, hier bin ich, da wollen wir hin. Da ist auch noch was. Wie weit ist das weg? 460 Meter. Uff. Haben wir hier noch... Das wird wahrscheinlich das Gebäude hier sein. Das ist auch nochmal Total Action. Oh oh, Lebensgefahr. Hm. Das ist irgendein Kirchengebäude. Ach nee, jetzt. Dass der aber auch nicht stehen bleiben kann, der Kollege. Kann man da rein? Kann hier hoch. Okay, ich werde beobachtet. Perfektes Timing. So, hier ist ein bisschen Kram drin. Gartenzwerg. Wusste ich's doch. Gartenzwerge muss man immer zerstören. Wo ist denn der Kunde hin? Yep. Voll cool. The underground hospital. There's got to be something in there that points me towards Kraken's test site. Ja, wie es weitergeht. In der nächsten Folge. Nochmal einen schönen Schuss. Für den alten Willi. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Kleine Bewertung dalassen. Auf Wiedersehen. Und tschüss.